Am Donnerstagmorgen ist es in einem breiten Streifen vom Schwarzwald bis zum Bayerischen Wald bis ins Flachland weiß geworden. Am meisten hat es im Allgäu geschneit, dort liegt ab etwa 800 Meter Höhe zum Teil eine bis zu 30 Zentimeter dicke Neuschneedecke. Hier bei Oberstaufen im Allgäu waren die Winterdienste im Dauereinsatz. Doch bei kräftigem Schneefall wurden die Straßen schnell wieder weiß und rutschig. Mehrere Lastwagen auf der Bundesstraße 308 blieben liegen und blockierten den Verkehr. Erst am Montag wurden in der Region noch frühlingshafte 17 Grad gemessen. In Südbayern waren es sogar knapp 20 Grad. Im Wetterticker auf wetteronline.de erfahren Sie, wie lange das Winterwetter anhält.